Manche Veränderungen sind auf den ersten Blick kaum zu erkennen und trotzdem sehr wichtig. So ist es auch bei dem Projekt Ultranet. Doch was ist Ultranet eigentlich und warum brauchen wir es? Hallo, mein Name ist Katharina Gerlach. Ich habe mich als Moderatorin schon oft mit Bürgerdialogen und Interessenausgleichen befasst. Diese Gespräche helfen immer da, wo neue Projekte entstehen und viele Fragen auftauchen. Da prallen oft Meinungen und Fachwissen aufeinander. Und meine Aufgabe ist es, beide Seiten zusammenzubringen. Wir wollen Ihnen eine komplizierte Materie möglichst verständlich näher bringen. Ich habe mich bislang auch nie mit Wechselstrom, Gleichstrom und Stromtrassen beschäftigt. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, durchzusteigen. Denn Wissen ist ganz sicher die beste Grundlage für eine gute Diskussion. Also zu Ultranet. Eine neue Gleichstromverbindung. Und die zu erklären ist zunächst einfach. In Zukunft wollen die Netzbetreiber Amprion und Transnet BW auf der Strecke zwischen Meerbusch-Osterath und Philippsburg einen Stromkreis ihrer vorhandenen Höchstspannungsleitungen von Wechsel auf Gleichstrom umstellen. Aber warum eigentlich? Was sind die Gründe? Mit Gleichstrom lässt sich mehr Energie transportieren. Bei Wechselstrom dagegen entstehen hohe Stromverluste, wenn die Energie über lange Strecken transportiert wird. Außerdem lassen sich die Strommengen bei Gleichstrom sehr viel besser steuern. Bereits seit Jahrzehnten wird die Gleichstromtechnik überall auf der Welt immer da eingesetzt, wo viel Strom über große Entfernungen transportiert werden muss. In Deutschland verbinden Gleichstromleitungen beispielsweise die Windparks im Meer mit dem Stromnetz an Land. Und Gleichstrom wird immer wichtiger für unsere zukünftige Stromversorgung. Denn die Kohle- und Kernkraftwerke gehen sukzessive vom Netz. Dafür kommen viele dezentrale Erzeuger hinzu. Und in Zukunft werden Offshore-Windparks in der Nordsee große Mengen Energie liefern, mehr als an der Küste verbraucht werden kann. Umgekehrt werden Photovoltaikanlagen im Süden Deutschlands bei viel Sonnenschein einen Stromüberschuss produzieren. Das sind eigentlich sehr gute Nachrichten, aber diese Energie soll möglichst genau dahin transportiert werden, wo sie gebraucht wird. Dazu brauchen wir ein Stromnetz, das den neuen Aufgaben gewachsen ist. Von all diesen Veränderungen merken wir Verbraucher im Alltag überhaupt nichts. Für uns kommt der Strom wie gewohnt aus der Steckdose. Aber diese neue Art der Stromerzeugung hat große Auswirkungen auf die bestehende Energielandschaft. Wir müssen hier viel verändern. Vor allem die Betreiber der Stromübertragungsnetze stehen vor großen Herausforderungen, denn es ist ihre Aufgabe, den grünen Strom aus den sonnigen und windreichen Regionen Deutschlands über weite Strecken in die Verbrauchszentren zu transportieren. Der durchschnittliche Weg des Stroms von der Erzeugung bis zum Verbraucher hat sich dabei innerhalb kurzer Zeit vervierfacht und beträgt heute etwa 240 Kilometer. Da das deutsche Übertragungsnetz für diese Anforderungen ursprünglich nicht ausgelegt war, muss es an zahlreichen Stellen verstärkt und ausgebaut werden. Gleichstrom ergänzt unser Stromnetz dabei ideal. Ultranet wird genauso eine leistungsfähige Trasse sein, die Strom über weite Distanzen transportieren kann. Wir wissen, sie endet im ersten Schritt in Osterath, noch weit entfernt von den Windenergieanlagen in der Nordsee. Aber in einem zweiten Ausbauschritt wird eine neue Gleichstromverbindung zwischen Osterath und Emden gebaut. Und dann kann die Windenergie aus den Offshore-Windparks Richtung Süden, also nach Nordrhein-Westfalen und auch weiter nach Baden-Württemberg fließen. Dabei muss man wissen, wenn Ökostrom in das Netz eingespeist wird, hat er Vorrang vor Strom aus fossilen Brennstoffen. Das garantiert das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Nur falls zu wenig Wind- oder Solarenergie erzeugt wird, ergänzen konventionelle Stromerzeuger. Aber je mehr Ökostrom wir produzieren, desto weniger wird das der Fall sein. Lassen wir noch einen Gedanken zu, der für den Netzausbau spricht. Besonders im Süden und Westen Deutschlands werden auch in Zukunft große Strommengen für die Industrie benötigt. Und der Stromverbrauch wird mit der Energiewende in den nächsten Jahrzehnten sogar noch deutlich anwachsen, wenn wir zukünftig zum Beispiel vermehrt auf E-Mobilität und die Elektrifizierung der Industrie setzen wollen. Und nur so können wir unsere Klimaziele erreichen.
Ultranet ist dabei in Deutschland eines von vielen Netzausbauprojekten im aktuellen Bundesbedarfsplan. Den legt der Gesetzgeber fest, damit das Stromnetz in Deutschland mit der Energiewende Schritt halten kann. Auch für ganz Europa ist der deutsche Netzausbau von Bedeutung, denn längst gibt es ein europäisches Verbundnetz. Die Übertragungsnetze der einzelnen Länder sind durch grenzüberschreitende Leitungen miteinander verknüpft. Um die von der Europäischen Kommission vorgegebenen Klimaziele zu erreichen, muss es in den nächsten Jahren noch leistungsfähiger und flexibler werden. Dazu planen und bauen die Netzbetreiber zusätzliche Stromverbindungen zwischen den Staaten. Aber auch einige innerdeutsche Projekte haben eine besondere Bedeutung für das europäische Stromnetz. Ultranet ist eines von ihnen, denn Ultranet entlastet das bestehende Wechselstromnetz und erhöht die Kapazität an den westlichen Grenzen. Die EU nennt solche Vorhaben, die sich in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht auf mindestens zwei Mitgliedstaaten positiv auswirken, PCI-Projekte. Und PCI steht für Project of Common Interest oder Projekt von gemeinsamem Interesse. All diese Gründe sprechen für den Ausbau des Stromnetzes und dennoch gibt es bei manchen Anwohnern Bedenken. Zum Beispiel dann, wenn neue Stromtrassen gebaut werden sollen. Hier kann ich Sie beruhigen. Bei Ultranet ist das völlig anders. Der größte Vorteil von Ultranet ist, die Trasse kommt weitgehend ohne große Mastneubauten aus. Die größten Neubauten sind die beiden Konverterstationen an den Enden der Strecke. Die spielen im Übrigen für die Netzsicherheit eine große Rolle. Sie regulieren und stabilisieren die Spannung im Netz. Damit übernehmen sie eine Aufgabe, die bisher konventionelle Kraftwerke geleistet haben. Ansonsten bedeutet Ultranet, an den meisten Stellen müssen nur einzelne, kleinere Bauteile, also Isolatoren, an den bestehenden Freileitungsmasten ausgetauscht werden und schon lässt sich einer der Stromkreise auf den bestehenden Leitungen auf Gleichstrom umstellen. Einige Maste müssen auch erhöht oder neu gebaut werden, aber das ist auf die Gesamtlänge betrachtet nur ein kleiner Anteil. Das heißt für die Menschen in der Region keine neue Stromleitung und damit auch kein unnötiger Flächenverbrauch. Eine neue Leitung als Freileitung oder als Erdkabel würde nämlich eine komplett neue zusätzliche Trasse benötigen, die über mehrere hundert Kilometer weite Gebiete an Natur, Wohn- und Ackerland in Anspruch nehmen würde. Im Gegensatz dazu ist die Veränderung, sobald Ultranet ans Netz geht, von außen kaum zu erkennen. Aber die Wirkung ist enorm. Sie ist mitentscheidend für den Abschied von Atom- und Kohlestrom und für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien. Noch einen Aspekt möchte ich hervorheben. So ein Projekt wie die geplante Gleichstromverbindung durchläuft ein zweistufiges Genehmigungsverfahren bei der Bundesnetzagentur. Dabei werden die Bürger, Kommunen und Verbände entlang der Leitung umfassend beteiligt. Und es wird von der Behörde geprüft, ob dabei alle rechtlichen Anforderungen, zum Beispiel beim Emissions- und Naturschutz, eingehalten werden oder alternative Leitungsverläufe sinnvoller wären. Eine Entscheidung darüber trifft nach Abwägung aller Belange letztendlich die Bundesnetzagentur. All das bedeutet, um Flächenverbrauch, Ressourcen und Umweltbelastung bei der Umsetzung von Ultranet so gering wie möglich zu halten, möchten Amprion und Transnet BW auf dieser Strecke zukünftig Gleich- und Wechselstrom auf den gleichen Masten laufen lassen. Das heißt eben, keine vollständig neue Strecke zu bauen, sondern die bisherige effizienter zu nutzen. Das Projekt Ultranet ist ein wichtiger Schritt, um die Energiewende voranzubringen. Gleichstromverbindungen wie Ultranet machen das Stromnetz nämlich deutlich stabiler und leistungsfähiger. Und genau das ist notwendig für den steigenden Transportbedarf durch die Energiewende. Wenn Sie sich noch genauer zu dem Thema informieren wollen, schauen Sie sich auch die anderen Filme zum Projekt an oder besuchen Sie die Internetseite von Amprion. Und falls Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Amprion wenden oder Sie kommen zu einem der Bürgergespräche. Amprion freut sich auf Ihre Anregungen und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse.